Hey ho ihr alle, ich bin's, euer Essedat. Heute mal einfach nur mal ein Gameplay von Star Wars Force Unleashed 2. Ja, ich habe jetzt gedacht, die Anfangssachen überspringe ich einfach mal. Hier ist das Menü ganz kurz, da kann man halt seine Macht aufwerten. Ich habe mir gedacht, komm, Blitz oder Lichtschwert. Da habe mich dann doch fürs Lichtschwert entschieden. Ziemlich gute Wahl im Nachhinein, habe ich mir gedacht, oh, das macht dann mehr Schaden und so. Ist auch eine gute Sache. Danach werde ich dann aber schätzungsweise Blitz machen, da der dann mehrere Gegner gleichzeitig trifft und das ist geil. So. Dann gehen wir mal wieder raus. Ja, schieben, nee. So, dann wieder raus. Diese Gegner hier, die kann man mit dem Lichtschwert nicht attackieren. Die blocken das immer. Deshalb muss man die mit der Macht kaputt machen. Die normalen Sturmtruppen, die macht man einfach so kaputt. Geht das jetzt hier weiter? Okay, da nicht. Man kann die Türen hier so kaputt machen, deshalb habe ich gedacht, vielleicht kann man die Tür da kaputt machen, aber da hinten sind ein paar Gegner, deshalb gehen wir mal darüber. So. So, dann ist es auch aufgegangen. Jetzt machen die mal kaputt hier, ne? Werde ich immer von diesem Ding da oben getroffen, ey. Hab ich zuerst gar nicht gecheckt, dass das da oben ist. Dass ich da, dass es auf dem Boden da so eine, ja, so einen roten Strahl gibt und dann plötzlich BÄM. Aber ich glaube, jetzt, nach dem Mal, check ich das. Da oben ist es. Jetzt versuche ich da die Sturmtruppe, komm, Sturmtruppe. Flieg mal da hoch. Schade. Hab gedacht, vielleicht wird das funktionieren. So, jetzt habe ich auch gecheckt, dass das einen roten Strahl hat und jetzt weiche ich auch eigentlich mal aus. So, also es geht hier darum, dass wir hier, ich weiß nicht, wer den ersten Teil gespielt hat. Auf jeden Fall hat Vader, Darth Vader hat den nochmal geklont, da der aus dem ersten Teil sich verliebt hatte und bla 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 bla. Spoiler, Spoiler. Auf jeden Fall geht es halt im zweiten Teil darum, dass das hier der Klon ist. Und Vader testet uns dann und sagt dann so, yo, kannst du deine Geliebte töten? Und er konnte es halt nicht. Und deshalb wollte Vader den, hat er eine Vision bekommen, dass Vader ihn umbringen will, und dann hat er kurz vorher reagiert und hat Vader mal eben dick eins aufs Maul gehauen. War geil. Ja, so, hier kommt so ein kleiner Zwischengegner. Wende den Machtangriff an, und um den Schild des Kriegsdruiden zu entfernen. Ja, machen wir das doch mal. So, yeah. Und bada boom. Geil. Ja, kriegt er mal sein Schild in die Fresse. Haben wir die eben getötet. Und jetzt gehen wir drauf hier. Ne? Bam, 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 bam. Oh, jetzt können wir A drücken. Oh, da geht der mal richtig ab. X. Bam. Yeah. Oh, jetzt ist er eingefroren. Jetzt macht's BOOM. Ja, so passiert das hier. Ja, das passiert, wenn man sich mit dem Jedi anlegt. Da hast du keine Freunde. Hast du keine Freunde, mein Freund. Ja, ja, ja. So, dann geht's hier weiter. Muss man die Dinger... Da steht da unten Wände, Machtangriff an, dass man dagegen haut. Hauen wir das mal dagegen. Und das hier dagegen. Dann können wir weiter. Jetzt der Blocken hier, ne? Bisschen Power. So geil, wie cool der da so lang geht. So, ja, kein Problem, Mann. Kein Problem. Ja, so, jetzt mal draußen. Die TIE Fighter machen hier meine Gegner schon kaputt für mich. Das finde ich super. The Blitz macht the Power. Yeah, yeah. Aber dann noch den einen hier. Schleudern wir mal da runter. Komm, boom. Yeah, geil. Und den auch. Hinterher. Komm zu deinem Freund. Woo. Oh, das ist noch kaputt und gehen dann weiter. Naja, auf jeden Fall, wir laufen eine Zeit vor Darth Vader so gesehen weg, damit er uns nicht tötet. Und das ist jetzt halt so gesehen die Flucht von dem Platz hier halt. So. Das war ein bisschen Würfe, in Anführungsstrichen. Die machen, haben ganz schön Power, so. Mit einem, so gesehen, einem Wurf ist der Gegner direkt tot. So, bam. Das war der zweite Wurf, den wir haben. Das ist geil. Schön mit der Macht so nach oben gepusht. Ja. Ist ganz cool bei den einen Gegnern, die gegen Macht immun sind. Gegen Schwerter immun sind. Da kann man auch werfen, dann sind die direkt tot.
Jetzt wieder schön blocken, 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 Mann. Das geht ab. Schön werfen so. Bam. Boom. Na, da guckt ihr. Schön die Blitze und schön wegschleudern. Ja, ja, ja. Schön, schön so böse zu sein. Kann machen, was man will. Das ist schön. Toll, den kriege ich jetzt nicht. Na, super. So. Gehen wir mal rum. Right-Trigger drücken, damit das nach oben geht. Also nur zur Info, ich spiele auf Computer und habe aber meinen Xbox-Controller angeschlossen. Deshalb nicht verwirren, wenn da steht A, X und Y und Right-Trigger und sowas. Das liegt daran, dass ich halt meinen Xbox-Controller am Computer benutze. Was echt super ist. Also es macht auf jeden Fall... Ich hatte noch nie Probleme mit dem Controller. Ist auf jeden Fall geil. So, hier nochmal einen schönen Wurf. Schön mit dem Schwert. Yeah. Get the power, ey. Schön wieder nach oben pushen. Also das Spiel macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, muss ich sagen. Man fühlt sich richtig, also... Würde ich sagen, man fühlt sich richtig, als ob man richtig the power hätte. Muss man schon mal sagen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Gegen Ende des Videos seht ihr nochmal so ein Special. Da seht ihr dann, gibt es so ein... Die wütende Macht oder irgendwie hieß das. Das macht dann richtig, das ist dann so, als ob man alle Machtpunkte hätte und das macht dann richtig, richtig, richtig Fun. So, hier, jetzt, oh, habe ich gesehen, da war noch ein, so ein Kästchen, habe ich gesagt, toll, komme ich nicht an das Kästchen. Und jetzt merke ich, ach, ich bin hier runtergefallen, wo ich am Anfang war. Das heißt, ich muss da außen rum. Das mache ich jetzt auch mal. Und jetzt habt ihr was zu lachen, weil ich mich jetzt extrem blöd anstelle. Aber egal. Machen wir die Sache 35 Mal hintereinander, kein Problem. Ich meine, ihr habt ja sonst nichts zu tun, ne? Und ja, ich weiß, er ist schon längst tot, aber irgendwie macht Spaß, ihn tot zu brutzeln. So, jetzt denke ich mir, oh, da ist ja die Kiste, die hole ich mir. Habe aber irgendwie die Entfernung falsch einberechnet und jetzt, oh. Ich bin wieder runtergefallen. Ja, ich weiß, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Noob, ich bin ein Spasti und bin dumm und scheiße. Aber wir laufen jetzt mal wieder hoch. So, Jude. Sind wir wieder oben. Jude. Und jetzt mache ich es doch hoffentlich mal richtig. Tjo, yeah. Kennt ihr Jude? Den Eisbären? Ah, den Maulwurf kennt ihr bestimmt. Aber jetzt habe ich auch mal gecheckt, dass man die gar nicht so lang festhalten muss. Aber egal, ist voll geil. So, jetzt fliegt er so dagegen. So, nio, bam. Da kommt wieder der Roboter. Ah, der Eisbär ist auf jeden Fall geil. Der ist echt cool. Naja. So. Jetzt irgendwie bei dem hier habe ich irgendwie ein paar Schwierigkeiten, das Schild zu fassen zu bekommen. Weil da steht irgendwie, drück RB. Und ich denke mir so, hä, warum RB? So, jetzt werde ich hier fast eingefroren. So, laufen wir mal schnell weg. Jetzt wieder RB. So, hey, wieder funktioniert doch gar nicht. Ich mir gedacht, da scheiß drauf. Einfach die alte Methode hier, Pimmelköpfe. So, jetzt aber. Jawohl. Jetzt baller ich mir das wieder vom Kopf. Und jetzt geht's ab, mein Freund. Ja, wäre schon geil, wenn man so eine Macht hätte. Mit Laserschwerter und wegdrücken und blitzen und Würgegriff. Okay, den Würfel würde ich jetzt nicht so oft anwenden, aber so schieben und so wäre schon geil. Oder ziehen. Also. So. So wie eben. Genau wieder dieselbe Aktion. Ja. Euch mache ich auch noch hier mal schnell kaputt, ne? Habt ihr keine Wahl. Bam. Also die Kombos, die man macht, sehen auch sehr beeindruckend aus. Das muss man schon mal sagen. So, jetzt sind wir hier drin. Jetzt gibt's Action hier. Ich hab mir gedacht, so, ja, ja, oh, coole Filmsequenz. Ach, da legen wir mal den Controller weg, ne? Legen wir den Controller weg. So, und jetzt, wie, ich muss laufen, was, wie, nee, da bin ich tot. Ja. Ich hab aus Versehen den Controller halt weggelegt, weil ich gedacht hab, naja, ja, warum denn nicht? Kommt eine schöne Filmsequenz. Na egal. Zum Glück starten wir direkt da. Jetzt behalte ich ihn noch in der Hand. Erstmal speichern vorher, denke ich mir, gut, bevor irgendwas passiert. Ja, jetzt behalte ich ihn in der Hand und denke mir so, naja, gut.
Aber rechts, der Regen, der sieht geil am Fenster aus. Da, jetzt links. Sieht echt cool aus, muss ich schon mal sagen. So, dann laufen wir jetzt mal. Tschung. So, dann hau ich noch die anderen. Die ignoriere ich einfach und jump über die drüber. Und dann geht's ab. Yeah. Yeah, yeah, yeah. So, dann haben wir doch das Ende erreicht. So, gucken, wer so schnell das Ende findet, die Tür findet. Hm, irgendwie gar keine Tür da. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Keine Tür. Wo ist die Tür? Kommt man vielleicht da durch? Nee. Ach, da ist die Tür. Ja, super, ey. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Und die Tür ein bisschen weiter direkt ans Ende bauen können. Man läuft und läuft, voll Panik, alles geht kaputt hinter einem. Naja. Jetzt gibt's dicke Action, das verspreche ich euch. Oh, ja, die gefallen mir gar nicht. Jetzt kommen die TIE Fighter. Den schnapp ich mir und baller den mal übelst fett gegen den Turm. So, ich baller ihn auf mich. Jetzt komm, schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Ja, da haben wir ihn doch. Und jetzt. Boom! Scheiß Turm, ey. Dem zeige ich es jetzt hier mal, ey. Ja, dann kommt der nächste TIE Fighter. Und den schnappen wir uns auch. Und bam! Boah, jetzt geht's ab hier. Ja, da guckt ihr, ne? Das mache ich mal eben so nebenbei, wisst ihr. Kein Problem, kein Problem. Jumpen wir mal rüber. Ich meine, das ist ein normales Wochenende für mich. Braucht ihr jetzt nicht denken, dass es irgendwas Besonderes wäre. Sah nur schön aus. So. Jetzt kommen hier die beiden Viecher. Das sind immer Walker, ne? Das sind diese Walker. Ja, jetzt habe ich mich mal eben teleportiert. Und jetzt kommt das, was ich meine. Das ist geil. Jetzt kriegt man hier diese wütende Macht. Oh. Das hättet ihr besser nicht getan, meine Freunde. Ich hab mir gedacht, komm, ein bisschen ein paar Blitze wäre geil, ne? Denke ich mir so, okay. War ja einfach. Brauche ich gar nicht mehr machen. Und jetzt den baller ich so mal. Bäm! Und ein paar Blitze hinterher. Ja, seid ihr beide tot. Ja, super, ne? Vor allen Dingen das Geilste ist jetzt. Komm, sterbt schön. Und fallt um. Jetzt kommen Raumschiffe. Die denken so, oh, halten wir den nochmal auf. Ne? Schicken wir mal ein paar 10 Leute hier hin, die mich jetzt so übertrieben wütend aufhalten können. Geil ist auch, dass der eine Truppe jetzt schon auf mich schießt und ich mich nicht bewegen kann, während die andere Truppe noch landet. Naja, guckt euch das mal an. Bäm, alle verbrannt. Jetzt hier die... Mit den Schwertern, alle umgekippt. Und den da übertreiben wir jetzt mal ein bisschen mal übertrieben. Eine richtig Killer-Schockwelle. So mag ich das, so mag ich das. Oh, jetzt hauen wir ab. Nochmal einen Blick nach hinten. Oh, ich spüre, dass da jemand kommt. Und wer ist es? Der Mann, der mich umbringen wollte. Dem ich vorhin aber eine übelste Faust gegeben habe. Deshalb ist der jetzt wohl ein bisschen angepisst. Aber ich bin schneller. Ha. Ah. Da fehlen dir die Worte, mein Freund. Da fehlen dir die Worte. Oh, dann fliegen wir jetzt weg. Und ihr könnt euch ja noch die restliche Zwischensequenz angucken. Die geht nicht so lang, da das Video nicht so lang werden konnte und ich keinen Bock mehr hatte. Ja, Bock hatte ich schon. Das Spiel hat ja Spaß gemacht. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Das Video konnte nicht so lang sein, deshalb müsste ich jetzt hier einen Cut machen. Und ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Viel Spaß noch. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.